Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und heute geht es nur um eine Sache und zwar das absolute Endgame vom Spiel. Wenn ihr hier nicht gespoilert werden wollt, gerne das Video wieder ausmachen, weil jetzt kommen extreme Spoiler fürs komplette Endgame. Das bedeutet, wenn ihr die Story durchgespielt habt, die Pokémon, die ihr geschafft habt und vieles andere noch geschafft habt, dann kommt ihr genau zu diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Ich habe jetzt schon 40 Stunden oder so im Game. Wir können mal gerade gucken, wie viel ich schon drin bin. Wenn ihr hier aufs Profil geht, könnt ihr sehen. 41 Stunden bin ich jetzt drin. Ihr seht, ich habe 385 Pokémon gefangen. Mir fehlen nicht mehr viele zu den 400. Eigentlich sind es nur noch die Paar aus Karmesin. Ich spiele ja Purpur. Hab wie gesagt alle Orden und ja, heute geht's um die 6 Sterne Raids. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Und zwar ist es so, wenn ihr im Endgame die Pokémon-Liga geschafft habt und alle Orden habt und im Schlund wart, dann tauchen auf der Welt 5-Sterne-Raids auf, an denen ihr teilnehmen könnt. Und wenn ihr da eine bestimmte Anzahl geschafft habt, so, ich würde sagen 10 bis 15 sollten reichen, dann wird euch der Professor Jim anrufen, ich glaube Jim heißt er, der Biologielehrer, und euch sagen, dass jetzt 6-Sterne-Raids aufgetaucht sind. Und die könnt ihr auf der Karte sehen. Die sehen nämlich so aus. Die sind so umrandet, funkeln so ein bisschen und sind schwarz. Und da gehe ich jetzt einmal hin und dann schauen wir mal weiter. Und da sind wir auch schon angekommen. Also die funkeln echt extrem jetzt und sind komplett schwarz. Wir können jetzt mal reinschauen, was für ein Pokémon drin ist. Ein Gengar in Wasserform. Und da werde ich jetzt mal random ein paar Leute suchen, mit denen ich spielen kann, um diesen Raid zu schaffen. Die sind natürlich extrem, extrem schwer und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Raid geschafft haben. Und dann gibt es auch ein paar Tipps dazu, wie ihr die Raids schaffen könnt. Ich habe eine Gruppe gefunden, alle spielen mit dem legendären Pokémon. Was auch Sinn macht, weil der Gegner ist Terra-Typ Wasser und wir sind Drache Blitz, also Drache Elektro. Und Blitzturm macht übel viel Schaden. Ich spiele Muschelglocke auf dem Pokémon, damit ich mich ein bisschen hochheilen kann. Und jetzt kann man einfach Blitzturm drauf da. Denk mal, mit 4 Legis mit Blitzturm sollte das eigentlich machbar sein. Zack, guckt euch den Schaden an. Wichtig ist... Oh, der kann Zauberschein. Das ist nicht so gut. Wichtig ist, wenn jetzt gleich seine Verteidigung kommt, jetzt, muss man schnellstmöglich die Terra-Verwandlung hinbekommen, damit man schön auch diese Verteidigung da wegbekommt. Dafür muss man aber erstmal dreimal angreifen. Das heißt, richtig schön schnell angreifen. Was man auch machen kann, direkt zu Anfang anfeuern, um den Angriff und den Verteidigung oder Verteidigung zu erhöhen. Ah, muss ich mal schauen. Oh, Zauberschein haut gut rein. Vielleicht soll ich einmal heilen. Ja, ich werde einmal heilen. Weil sterben ist immer ganz böse. Das könnt ihr schon mal merken. Bloß nicht sterben. Das ist das Allerwichtigste. Darf alles passieren, aber wenn ihr sterbt, wird so viel Zeit abgezogen. Alter Schwede. Ich kann jetzt einmal angreifen, weil ich heile mich auch ein bisschen durch Muschelglocke. Das sollte dann eigentlich reichen. Vom Leben her, um noch eine Attacke von ihm auszuhalten. Vielleicht habe ich auch Glück und er macht mich schon wieder Zauberschein. Volltreffer, gut. Heilung. 167, ich hoffe es reicht. Ich kann mich jetzt auch verwandeln. Oh, Irrlich ist sehr gut für mich. Verringert er den Angriff um die Hälfte, aber ich gehe auf Spezialangriff. Und ihr seht, wir haben noch richtig viel Zeit. Hypnose, fehlgeschlagen, sehr gut. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall verwandeln. Noch nicht verwandeln. Dann würde ich, glaube ich, einmal nochmal heilen. Auf Sicherheit. Die anderen sind auch alle ein bisschen down. Das könnt ihr euch allgemein auch für die 5er-Raids merken. Dieses Heilen und Angriff hoch und so, das kann jeder dreimal machen und ihr solltet das auch benutzen.
Weil sterben, ich sag's nochmal, es ist das Wichtigste. Ihr dürft nicht sterben. Das ist das Wichtigste, wirklich. Es müssen alle überleben. Deswegen seht ihr auch, da Paraboladung hat einer gemacht, um sich hochzuheilen. Es ist wirklich das Wichtigste, nicht zu sterben. So, jetzt kann ich noch einmal drauf gehen. Wenn der Schutzschild von ihm weg ist, dann hat man quasi gewonnen, wenn man noch so viel Zeit hat. Zack, und da ist er weg. Dann kommt der komplette Schaden durch und dann hat man es geschafft. Das sah jetzt einfacher aus, als es ist. Ich habe auch schon oft 6er Raids jetzt verkackt. Ihr braucht da wirklich 4 gute, starke Pokémon. Ein bisschen Game Sense, das heißt hochheilen, bloß nicht sterben. Ihr habt gesehen, keiner ist gestorben. Und dann kriegt ihr das hin. Und jetzt schauen wir uns noch an, was es für Belohnungen gibt. Denn die sind richtig, 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 richtig krass. Fangen muss ich es nicht. Gengar habe ich schon. Das ist auch für die Belohnungen egal, ob ihr es fangt oder nicht. Und jetzt könnt ihr einmal sehen, ein Silberkron gucken. Ein bitteres Geheimgewürz. Das ist sehr wichtig für die Shinies. Terra-Stücke, 6 Stück. Und eine Minze. Ich hatte eben einen 6er, da habe ich 4 Minzen bekommen. Und ein paar Bonbons, also echt, war ein guter Raid. Und wenn ihr jetzt nochmal einen 6er machen wollt, weil es immer auf einen begrenzt pro Tag, könnt ihr den Tages-Change-Trick machen. Einfach einen Tag bei der Konsole vorstellen. Und dann habt ihr wieder einen 6er Raid. Weil wenn ihr jetzt hier guckt, es gibt keinen 6er Raid mehr auf der Karte. Noch einmal, um sicher zu gehen. Dafür müsst ihr einmal den Tag vorstellen. Und dann habt ihr wieder einen 6er Raid parat. Morgen gibt es ein Video dazu, zu kleinen Tipps und Tricks. Zum Beispiel, wo ihr Minzen kaufen könnt. Oder wo ihr Walschall, Walbrille und Walband kaufen könnt. Oder sowas wie Lebenorb. Also sehr, sehr wichtige Items. Dazu, wo ihr sehr, sehr schnell Geld farmen könnt. Wie ihr schnell Geld bekommt. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.